Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück beim Renditemops-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und im Reselling. Und in dem heutigen Video soll es um die End-of-Life-Themen gehen bei Ideas Lego, die in diesem Jahr 2024 anstehen. Und da haben wir einige Sets, die End-of-Life gehen in diesem Jahr, also bleibt gespannt. Und wie immer gilt natürlich keine Anlage oder Kaufberatung, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir gehen heute wirklich alle Sets durch, die dieses Jahr am Ende des Jahres nicht mehr produziert werden sollen. Was ihr mit diesen Infos anfangt, bleibt euch überlassen und bedenkt bitte, ich habe ja schon einmal zu Star Wars was gemacht gehabt. Es kann durchaus noch zu Änderungen kommen. Bei den Star Wars Sets zum Beispiel, die ich ausgesucht habe, ist es so, dass viele davon jetzt doch noch ein Jahr verlängert wurden oder zumindest ein halbes Jahr verlängert wurden. Und von daher beachtet bitte, wir sind Mitte des Jahres, da kann noch einiges passieren. Und damit lasst uns starten. Wie gesagt, ich sage euch meine Meinung, wie ich oder welche Sets ich spannend finde und warum. Und beginnen tun wir mit dem ältesten Set, was noch bei Ideas auf dem Markt ist. Das ist nämlich das Baumhaus, ein extrem beliebtes Set. Das Set selber war mal für unter 200 Euro zu bekommen, hat dann eine Erhöhung erfahren von 25% und ja, besticht eben dadurch, dass es eine Sommer- und eine Winteredition oder eine Herbstedition gibt. Und naja, Winter auch, könnt ihr halt die Blätter abmachen. Und ja, ein sehr extrem beliebtes Set. Ein Set, was extrem lange draußen war. Release-Datum war der 1.8.2019. Also ja, über 4 Jahre jetzt auf dem Markt gewesen. Mit der Erhöhung im Preis natürlich nicht mehr ganz so attraktiv gewesen. Wir haben hier 4 Figuren. Die ja generisch sind und haben natürlich auch jetzt keine Lizenz oder dergleichen, aber war eben durch den Preis und die Teile, die man bekommen hat, sehr beliebt. Und ja, ich mache es jetzt kurz. Mittlerweile ist es für mich kein Set mehr, was ich mir holen würde, eben aus dem Grund der genannten, ja, aus den genannten Gründen. Set ist, wie gesagt, jetzt schon ewig lange auf dem Markt und auch vom Preis her nicht mehr so attraktiv für ja, das, was man bekommt. Kommen wir zum Schreibmaschine und einer der ersten Sets, die dann so in die Richtung gingen, Haushaltsgegenstände oder bekannte Gegenstände, die dann umgesetzt wurden, die ja mehr oder weniger wirklich nur da sind, um rumzustehen. Mal mehr, mal weniger, mal funktionieren sie, mal nicht. Und ja, die Schreibmaschine, eins der ersten Teile für 249,99. Wir haben hier keine Figuren, haben auch bei diesem Set eine Erhöhung bekommen um 25%. Und dieses Set gibt es seit dem 1.7.2021. Das heißt also jetzt, oder das Set war dann gut 3,5 Jahre auf dem Markt, hat tatsächlich einen Teilepreis im Vergleich jetzt mal zu dem Baumhaus, wo es 8 Cent waren von 12 Cent. Und ja, wenn es jetzt noch nicht eindeutig wurde, dann jetzt ganz klar gesagt, für mich kein Set, was jetzt tatsächlich ich mir zurücklegen würde. Ja, dann kommen wir zu der Fender Stratocaster, wie auch immer. Diesmal tatsächlich ein Lizenz-Set 119,99 dafür. Auch in meiner Sammlung vorhanden. Auch hier keine Figuren dabei. Und auch hier gab es eine Erhöhung um 20%. Das Set gab es tatsächlich für unter 100 Euro. Und wir haben ja einen Teilepreis von 11 Cent. Und das Set gibt es seit dem 1.10.2021. Also auch dann gut über 3 Jahre. So viel zum Thema mit den 2 Jahren. Und ja, auch hier gilt das Gleiche, was ich jetzt schon gesagt habe, nämlich, dass dieses Set zu speziell ist und für mich kein Set, was ich jetzt zurücklegen würde. Und damit kommen wir zu einem Set, was eben auch eine Lizenz hat, was auch tatsächlich mal eine Figur oder mehrere Figuren, je nachdem, wie man es zählt hat,
wobei die meisten davon eben zum Zusammenbauen sind und eben eine Lizenz, die dann im Nachhinein über eine eigene Reihe bzw. über Brickheads ausgeschlachtet wurde. Die Rede ist eben von Sonic the Hedgehog Green Hill Zone. Ja, eines oder das erste Startgebiet, glaube ich, von Sonic gespielt, aber es ist halt auch schon ewig her. Ja, Set 7999, da gab es keine Erhöhung. Das Set selber hat man ganz lange, ja, oder immer noch für gute Rabatte bekommen. Also es wird einem gefühlt teilweise hinterhergeworfen und ja, gefühlt. Also, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es das ja immer noch als Comic bzw. Anime, nicht Anime, sondern Comic oder Zeichentrickserie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist zu speziell. Wie gesagt, es gab sehr viele Rabatte. Ich sehe jetzt nicht, dass dieses Set irgendwelche Preisentwicklungen großartig hat. Und von daher bin ich auch hier raus. Nächstes Set, wie gesagt, 10 Sets sind es diesmal und da haben wir den Globus. Auch hier keine Figuren. Wir haben 9 Cent pro Teil und wir haben auch während der Laufzeit eine Erhöhung gehabt um 15%, 229,99. Und ja, eine der besonderen Sachen ist hierbei, dass wir ein paar Leuchtsteine haben und ja, dementsprechend der Globus im Dunkeln leuchtet. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr gut gemacht, aber natürlich kann man auch hier wieder berechtigterweise sagen, man kann für wesentlich weniger Geld einen ja, wesentlich größeren Globus kaufen. Nichtsdestotrotz finde ich einer oder das für mich erste Set, was durchaus auf die Watchlist kommen könnte. Problem ist hierbei, dass ja, das Set hier mit Rabatt zu bekommen ist etwas leichter, wenn wir jetzt mal im Vergleich zu den anderen beiden kommen, die noch auf meiner Liste sind. Aber wir haben auch hier ja, in der Regel 15%, über 20% zu bekommen, ist auch schon schwer ans Rabatt. Nichtsdestotrotz für mich das erste Set aus dieser Liste, was auf die Watchlist kommen könnte. Bei 180 und darunter würde ich mir das mal näher ins Auge fassen. Genau. Dann haben wir ein weiteres Set, was nicht mit Figuren ausgestattet ist. Die Rede ist vom Jazz Quartett. Ja, eines der wenigen Sets hier mal unter 100 €, 99,99. Das Jazz-Quartett aus dem Jahre 2022, genauer gesagt vom 1.7. Das heißt also, wir haben ein Set, was nach 2,5 Jahren jetzt End of Life geht. Kann euch gar nicht sagen, was so der günstigste Preis war. In der Regel sind es immer 15-20%, die man bekommen kann. Warum kann ich euch das nicht sagen? Weil ich nicht nachgeguckt habe. Hintergrund ist, weil dieses Set zu speziell ist und für mich kein Kandidat ist, den ich auf die Watchlist packe. Genau das gleiche gilt mit The Office. Ich weiß, grundsätzlich eine Serie, die zweimal aufgelegt wurde, extrem beliebt ist in USA und UK. Wir haben hier tatsächlich 15 Figuren. Ja, aber ansonsten ist das Office selber, also die Büros, sehr generisch. Wir haben hier viele Sticker. Wirklich, was dieses Set trägt, sind die Anzahl der Figuren. Ein Set, was jetzt ja dann knapp 2 Jahre auf dem Markt war und für mich erinnert sich so ein bisschen an das, was wir schon hatten als Set, nämlich Seinfeld. Das war ja auch, wenn auch nicht mit so vielen Figuren, und Friends. Auch das hatten wir als Set und aus meiner Erfahrung bei beiden, ja, war es keine wirkliche Entwicklung. Wir hatten ja, wie gesagt, immer diese mehr Figuren, aber das hat letztendlich nicht getragen und von daher ist jetzt The Office als das teuerste Set in dieser Reihe von adaptierten Fernsehserien auch für mich kein Kandidat, den ich auf die Liste packen würde, trotz dass es 15 Figuren hier gibt. Damit kommen wir zu der Finnhütte und meinem absoluten Favoriten.
in diesem Jahr ein Set, was tatsächlich dann noch nicht mal ganz 2 Jahre alt ist. 1.2.2023 kam die Finnhütte raus und war nach der mittelalterlichen Schmiede so bei Ideasets, die so ein Stück weiter reingepasst haben zu diesem Dorfcharakter. Wir haben hier 4 Figuren, keine Sticker, 179,99. Das ist ein Teilepreis von 9 Cent. Finde ich in Ordnung. Sehr gutes, sehr beliebtes Set. Bin mal gespannt, ob es denn doch noch mal verlängert wird. Problem wird hier sein, wirklich großartige Rabatte zu bekommen. Wir haben, ja, ich habe mal so nachgeguckt. Also wenn man unter 160 bei 155 landet, irgendwie so um den Dreh, dann ist das schon gut. Und ja, ansonsten bleibt da nicht viel zu sagen. Ich finde, das Set ist ein tolles Set und ja, wenn man gute Rabatte bekommt, sollte man da zuschlagen. Aber wie gesagt, hier passt bitte auf, dass dieses Set nicht doch nochmal verlängert wird. Das ist wirklich das einzige Problem, ist hier ordentlich Rabatte zu bekommen. Ja, dann haben wir ein Set BTS Dynamite, eine K-Pop-Band, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, was lässt sich noch dazu sagen? Es sind 7 Figuren. Und ansonsten, dass dieses Set, ich glaube, von Anfang an mit sehr vielen Rabatten ja, belegt wurde. Ich habe es mir einmal geholt, sogar gleich mit Rabatt. Ansonsten ist es auch ein Wahnsinn. Dieses Set kostet sonst oder hat Teilepreis von 13 Cent und ich mache es kurz. Also das Set finde ich extrem furchtbar. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Ich glaube auch, dass die Schnittmenge zwischen K-Pop, BTS-Fans und Lego-Fans relativ gering ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Von daher, dieses Set kommt absolut nicht für mich in Frage. So, und wer jetzt mitgezählt hat, ich hatte erwähnt, 3 Sets kommen bei mir auf die Watchlist und ja, wir sind beim letzten Set und dementsprechend ein Set, was oder das letzte Set, was bei mir auf die Watchlist kommt. Wir haben hier die Geschichten aus dem Weltraumzeitalter, keine Figuren. Keine Sticker und ja, tatsächlich solche bedruckten Sterne, die mit dabei sind. Und ein Set, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Man sieht das hier an diesen Lifestyle-Bildern. Man kann die entweder zusammen aufstellen oder aber ja, nebeneinander stellen, an die Wand anbringen. Und mir war auch so, dass, glaube ich, die Sterne auch leuchten. Ja, ein Set. Wirklich mal wieder angenehm unter 50 Euro. Wir haben hier 7 Cent Teilepreis. So, Entschuldigung, 7 Cent Teilepreis. Keine Figuren, aber wirklich ein schönes Set. Problem ist hier wirklich noch schwieriger als bei der Finnhütte einen Rabatt zu bekommen. Das günstigste, beziehungsweise was ich gesehen habe, wenn ihr 10% drauf kriegt, 45 Euro, das wäre schon gut. Ihr seht hier eine Begrenzung von 5 maximal, also vielleicht auch zum Auffüllen, wenn es irgendwie ein GWP gibt oder dergleichen, könnte das interessant sein. Ansonsten wird es echt schwierig, hier mit diesem Set noch irgendwelche Rabatte zu bekommen. Ja, und ich hoffe, das hat euch gefallen soweit. Es konnte euch weiterhelfen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen und damit bin ich raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Markus. Ciao.